Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Und wir sind hier in Kaer Morhen. Ja, und wollen jetzt mal Yennefer besuchen, die schon ein Bett aus dem Fenster geschmissen hat. Auf die Gründe möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Ich sag nur, es hat mit uns, Yennefer und Triss zu tun. Können wir hier rein? Nee. Kriegen wir auch nicht auf, okay. Dann gehen wir noch. Verflucht nochmal, du Stück Scheiße! Oh je. Ich will da nicht hin. Ich glaube, die ist sauer. Kein Bett in der Nähe, das sie werfen kann. Verdammter Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt, mir ist nicht nach Witzen. Schon gar nicht nach Lahmen. Beruhig dich. Musst du dich abreagieren? Bitte, aber nicht an mir. Such dir ein anderes Opfer. Ich weiß nicht. Schmeiß doch noch ein Bett aus dem Fenster. Ha ha ha. Also doch lahme Witze? Wollen wir lieber vernünftig reden? Können wir machen, wenn du willst. Bist du wegen Triss so sauer, dass du dich an den Möbeln austoben musst? Hättest du lieber, dass ich mich anderweitig austobe? Weißt du was? Wir sollten diese Diskussion beenden, bevor ich etwas sage, was ich bereuen werde. Ich weiß nicht, irgendwie... Nee, komm. Ich glaube, wir sollten es eher irgendwie ein bisschen klären. Komm schon, worum geht's? Ich würde gern hören, was du zu sagen hast. Tatsächlich? Na schön, dann hör zu. Du hast meine Freundin gefickt. Über ein Jahr lang. Ich weiß nicht, was der Hexerkodex dazu sagt. Aber gewöhnliche Leute würden es vulgär nennen. Gemein. Widerlich. Ich versuche nicht daran zu denken. Das blöde Bett hat es schwierig gemacht. Das war's. Es hat passiert, es war ein Fehler. Es tut mir leid. Ich habe doch gesagt, ich hatte mein Gedächtnis verloren. Es war ein Fehler. Tut mir leid. Es tut mir leid. Das war ein Fehler. Gut, dass dir das klar ist. Ein Fehler, der ein gutes Jahr lang regelmäßig wiederholt wurde. Und die Entschuldigung geraume Zeit später, aber ich bin froh. So, jetzt aber zu dringenderen Angelegenheiten. Vor uns liegt ein Haufen Arbeit. Willst du uns wohl sagen, was du vorhast? Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt, denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären, zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Oh, traust du? Nee, komm, ich frag nicht weiter nach. Was soll ich tun? Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Na gut, ich rede mit ihnen. Sonst noch was? Ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Erstens, hör auf zu schmollen. Zweitens, nein, es ist nicht geheim. Mit Ida Emian. Erinnerst du dich? Wie könnte ich sie vergessen? Logenmitglied. Elfische Wissende. Genau, eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Wärst du doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei es drum. Danke für deine Erlaubnis. Egal. Wie mache ich das? Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Proteste...
Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Mhm. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du? Okay, ja, das weiß ich schon. Gibt es hier eigentlich noch was zu holen für uns? Hier Natur oder so? Nee. Okay. Na gut. Nee, der auch nicht. Hier ist nichts. Ja, gut, das dachte ich mir. Müssen wir erstmal rausgehen und die Quelle finden. Ich glaube, wir sollten am besten jetzt... Naja, den anderen auch schnell helfen. Damit wir das nächste Mal, wenn wir zu Yen gingen, sagen können, wir haben alles. Okay. Hier ist nichts. Oh, ich habe ein Signal. Das Signal wird stärker. Hat Yennefer also doch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft? Hier wird wieder schwächer. Nein. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Ich vermute. Können wir reden? Ich suche Ciri. Ich suche nach Ciri. Aschblonde Haare, Narbe auf der Wange. Hast du sie gesehen? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Existieren Universale als reale individuelle Wesen? Glaubst du, dass Universale als reale individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Mhm, ich auch. Na gut, bis dann. Wiedersehen. Aber es piept doch hier vorne ganz extrem. Ja? Wärmer? Was ist denn, Wolf? Wärmer? Heiß? Ich habe Emir getroffen. Nee, bis dann. Bis später, Wesemir. Schon wärmer? Halt das. Wärmer? Heiß? Keine Reaktion auf die Meritium. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Ah. Da bist du ja. Schon wärmer? Wärmer? Heiß? Aha. Ah, da bist du ja. Die Störung kommt von dort. Was ist in diesen Kisten? Die Meritiumbomben. Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megaskop nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst, aber pass auf Uma auf. Ja, Onkel Wesemir. Wie sieht's denn aus? Wesemir nimmt dich doch nicht zu hart an. Uma. Dachte ich mir. Müssen wir jetzt babysitten oder? Nee, okay. Fertig. Du kannst gehen. Sehen wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. Okay.
Nee, berichten wir ihr mal noch nicht. Ich finde Lampard. Da haben wir ihn doch schon. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Diese Monstrosität könnte Ciri sein. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Irritieren? Na schön, ich will mich nicht streiten, ja. Weißt du was? Ist egal. Ich will mich nicht streiten. Genau. Keine Zeit zu verlieren. Die Monstrosität wartet. Lambert. Oh, Entschuldigung. Die eventuelle Cirilla. Na, schon besser. Du klingst nicht sehr begeistert. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Ist noch kurz in die Ehe. Brechen wir auf. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Ich würde gerne mal gerade auf die Karte gucken, wie groß es hier überhaupt genau ist. Okay, ich schätze mal. Ja. Doch. Ist doch schon relativ groß. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre nur ein kleines Gebiet. Hätte ich vielleicht geschätzt. So groß in etwa. Gut, ich hatte hier schon mal auf der Karte geschaut, aber... Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, Savolas, du selbst? Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Schöne Gegend hier. Muss man mal sagen. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot vertreut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Auch keine nette Möglichkeit zum Fischen. Ist, glaube ich, generell auch verboten, ne? Weil es, glaube ich, für die Tiere nicht sehr schön ist. Und weil es ein bisschen extrem ist, da kommt ja mehr als mal 5 oder 10 hoch, da... Kommt ja schon eine ganze Menge hoch. Ah, gut. Okay, wo ist die andere? Da ist die andere. Guter Schuss. Sieh einer an, ich bin beeindruckt. Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien gelernt. Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Verdammt, bist du hässlich. Ja, lass mich durch. Okay. Und die bitte noch. Ach Gott. Ja. Oh. Da haben wir, glaube ich, beide geschossen, ne? Na gut, die lasse ich jetzt einfach mal so liegen. Ich dachte schon, lebt noch. Kommst du mit Wesemir wieder besser klar?
Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Extrem neblig hier, ja. Ich würde es gerne mal sehen, wenn es ein bisschen klarer ist. Verdammt! Hab's genau hier vertreut, ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor 5 Tagen. Mhm. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Okay, auf geht's. Ach, das Boot suchen, nee. Na, was haben wir denn da? Ein paar Tote. Ja, ein paar Tote, ne? Okay. Einer noch. Okay, 2 noch. Na komm, brennt schon. Ja, okay. Ein Wasserball. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, da ist es. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein, hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben. Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Das beschäftigt dich immer noch? Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb eines Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Na gut, spring ins Boot. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Na gut. Dann sammle ich aber vorher noch den Loot ein. Könnten ein paar Mutagene bei sein, die wir vielleicht gebrauchen könnten. Also kleine blaue jetzt nicht unbedingt. Eigentlich aus? Haben wir zwischendurch mal ein Level Up gehabt? Nee. Okay. Gut. Hm, Sumpf. Immer schön. Oder, naja, Sumpf. Luftloses Wasser. Eher als Sumpf. Okay. Na, dann gib mal Gas. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Da kann ich ein bisschen mehr Gas geben. Wäre schon schön. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Naja, er hat immer ein Recht. Oder vermutlich Recht damit, dass das der Nebel so dicht ist wie er letzte Nacht. Ah, jetzt... Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht.
Da hinten? Bär, ne? Okay, ja, fast da. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Sickiger als Yen. Ist die Speerspitze immer noch hier? Ja, komm. Du bist sickiger als Yen. Hoho, verlieb dich bloß nicht in mich. Auf geht's. Ah, Hilfe! Hilfe! Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Oh, du hast bestimmt recht, hier mit Säule. Wir sollten nachsehen, Sicherheitshalber. Ich denke, wir sollten nachsehen. Selbst wenn es eine Täuschung ist, was soll groß passieren, ne? Es sind zwei Hexer. Lass uns nachsehen, Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Okay. Weiß wirklich, wie ein, ja, wie eine Täuschung klang, da die Stimme so ein bisschen verzerrt war. Aber wie gesagt, wir sind zwei Hexer, was soll groß passieren? Ich glaube jetzt nicht, dass hier irgendwas so gefährlich ist, was uns töten könnte, oder? Hey, kleiner Mann. Keine Angst, du bist in Sicherheit. Gut, na schön, du hast recht gehabt. So, so, was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Ja. Ein paar Neblinge. Sind jetzt nicht so die Gefahr. Okay. Nummer 2 ist tot und Nummer 3 kommt jetzt gleich auf. Ja. Eine Illusion. Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Er sollte lieber über dich singen. Rittersporn sollte besser über Lambert, den klugscheißenden Hexer, singen. Besser als einfältig. Klugscheißer leben länger. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Ja. Lambert, es reicht. Mein Gott. So, nichts passiert, nichts Schlimmes. Wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, würde ich es verstehen, aber so... Ja, sicher, sicher. Schade keinem, dass wir jetzt nachgesehen haben. Hätten wir nicht nachgesehen, es wäre wirklich was gewesen. Hätte es jemandem geschadet, also, naja. Ist ja was, ich meditiere mal eben Stunde. Oh, wir haben gar nichts verbraucht gehabt, okay. Ich hätte gerne einmal die Fackel, die wir aber gerade nicht ausgerüstet haben. Fackel. Ja, dahin. Questgegenstände, packen wir das mal da ein, was ich unbedingt brauchen. So. Bisschen Blut. Blut ist immer gut. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe.
Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wese mir. Bereit? Du Fettwanst! Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Okay. Na. Danke, Geralt. Wand wirkt nicht sehr stabil. Art vielleicht? Sicher, um Speerspitze aufzuwecken. Was, hast du Angst? Nein, ich denke nur auf so ein Hand. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Na, wirklich nicht sehr stabil, aber wir klettern lieber außen rum. Wer weiß, wer oder was Speerspitze ist. Nicht zwangsweise erfahren. Was? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Das schafft's auch immer irgendwie uns zu nerven. Kann das sein? Ist er eigentlich. Da unten, oh ja. Junge. Das ist ein Hexer. Stell dich nicht so an. Okay. Ist doch wieder zurück. Muss ich nicht verstehen, ne? Warum hat's angezeigt, dass wir hier hinten irgendwo hochklettern sollen? Nee, Moment. Egal. Jetzt war ich verwirrt. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Was ist es? Ich kenne es gerade nicht. Ein Zyklop, oder? Sieht mir irgendwie ein bisschen so aus. Es war relativ dunkel bei mir gerade. Deswegen erkenne ich es nicht so gut. Okay. Schön wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Willst du mich beeindrucken? Ja, ich wäre lieber vorsichtig. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer. Doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Ja, man kann nie vorsichtig genug sein eigentlich. Es kann immer irgendetwas Blödes passieren. Gut, sage ich, nachdem ich auf die Täuschung reingefallen bin, aber... Na, andererseits halt... Ha! Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Ja, Lambert ist mir ein bisschen zu extrem. Hexer soll nicht gehen weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Wollen nur zum Kreis aus dem Weg, weil ihr wollt. Nee, wollen nur zum Kreis. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen.
Okay. Hier brauchen wir Art. Ah, Lambert hat es ja toll gemacht wieder. Gut, aber wie immer ist die Folge schon wieder vorbei. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar. Das hilft mir sehr weiter. Und bis zum nächsten Mal bei The Witcher 3 Wild Hunt.